Und ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur Wunschpartnerlegung mit der Intention, mit der ich heute reingehe auf einen Wunsch von, ich glaube, etwa der Butterwolke, die ich hier bei mir kommentiert hatte. Und zwar meint dein Gegenüber es ehrlich mit dir. Das heißt, wenn du gerade in einer Situation steckst, dann schaust dir hier gerne an. Ansonsten schaust dir natürlich auch gerne an. Vielleicht sind hier ja ein paar coole Impulse für dich. Ich sag ja immer, nichts geschieht ohne Grund und vielleicht wartet hier der ein oder andere Hinweis auf dich. In diesem Sinne habe ich hier heute einiges hochgeladen, in dem Sinne auf jeden Fall auf den Tisch gelegt an Kartendecks. Ich habe, Achtung, das Elki-Orakel-Deck. Ich habe The Hidden Truth-Orakel. Ich habe. Ja, das ist hier so ein. Moment, ich muss mal eben raussuchen. Es ist das The Romance Angels Orakel von Doreen Virtua. Dann habe ich das The Law of Positiven Orakeldeck und ich habe natürlich die Tarotkarten Heaven and Earth. Und wie ihr seht, es sind echt zu 90% heute englische Kartendecks auf dem Tisch. Und ich bin mal gespannt, wie das heute klappt. Ob ich hier auch alles gut übersetzt kriege. Und ich sage, wir starten rein. Schließ die Augen, verbind dich mal mit deinem Wunsch- oder Seelenpartner. Und dann geht's los. Mit der Intention, welche Botschaft hat denn dein Gegenüber, die Seele deines Gegenübers gerade für dich? Was ist das da mit euch? Wir haben zwei Botschaften. Extend your light-hearted energy to others. Also ein Flirt, ne? Wir haben hier ein Flirt. Wir haben etwas Romantisches. Wir haben etwas von Spaß und Freude und Ausstrahlung. Und ein Flirt, damit beginnt es. Das ist ja dieses Knisternde. Ein Flirt ist nicht immer nur oberflächlich. Ne? Das ist auch oft missgedeutet von Menschen, weil ein Flirt ist, ach, es ist nun Flirt. Aber hier sei wieder verspielt, also seine Botschaften an dich. Oh, mit dir fühle ich mich jung. Mit dir wächst das Licht in meinem Herzen. Es ist einfach so romantisch. Okay, also vielleicht bist du gerade wirklich im Aufbau. Und es ist alles noch verspielt, es ist vielleicht sogar ein bisschen verrückt. Hier brennt es ein bisschen energietechnisch, da ist ganz viel. Und ich werde euch auch gleich noch eine andere Botschaft ziehen. Ich frage mal das The Hidden Truth Oracle, was ist jetzt wichtig? Mal auf die Frage, meint dein Gegenüber ist ehrlich mit dir? Meint, ich möchte da gerne eine Antwort haben. Meint, der Wunschpartner ist gegen, der Gegenüber ist ehrlich mit dir. Upala. Da kommt, you were the best thing in my life. Ja, krasse Kiste. Es ist heute schon wieder so ein Tag von, ich raste aus. Ich raste aus, weil, ganz ehrlich, dieses Orakeldeck hat auch wirklich Nachrichten, die man vielleicht nicht immer hören möchte. Das haben natürlich alle Decks irgendwo auf irgendeine Art und Weise, aber dieses hier hat es tatsächlich. Und ich habe heute Morgen auch zweimal überlegt, nehme ich es oder nehme ich es nicht. Aber es war so passend und deswegen. Und guckt, was hier rausfällt. Also, dein Wunschpartner. Ja, er meint es ernst. Du bist das Beste, was in seinem Leben hätte passieren können, was hätte eintreffen können. Und ich hoffe, ihr habt mich gehört, denn tatsächlich hat sich hier gerade mein Mikrofon verabschiedet. Ja, ich hoffe wirklich sehr. Ich kann es natürlich jetzt nicht prüfen. Ich lasse das Video aber so und mache weiter. Also, du bist das Beste, was in seinem Leben hätte passieren können. Und das sagt er dir auf diesem Weg. Und jetzt gucken wir mal in Bezug auf dich und deinen Wunschpartner. Was haben wir denn hier Wichtiges, was hier noch auf den Tisch möchte? Für dich und deinen Wunschpartner. Zack, wir haben drei. Eine Sache noch im Verborgenen. Wir haben Estafania und Eterna.
Das ist die eine, die versucht zu überleben und die andere, die etwas bekommt. Ziemlich passend, das passt gerade tatsächlich zu der 72-Stunden-Legung, die ich heute hochgeladen habe. Schau da gerne mal rein. Denn es geht hier wirklich okay. Zum einen ist da noch was, da geht es um Gefangenschaft, ja. Da geht es darum, in der Vergangenheit ist irgendetwas gewesen, wo du eher zum Überlebenden geworden bist. Aber du hast überlebt. Das heißt, lass das jetzt mal los. Hier kommt diese Veränderung. Hier kommt ein Aufstieg. Hier kommt eine neue Reise. Du bekommst. Das ist wie so eine Metamorphose, durch die du gerade durchgehst. Also ein kompletter neuer Wandel ist das zwischen euch. Und wir haben Pearl. Mega, vielleicht ist er sogar deine Perlfrequenz hier, denn das ist die, die aufsteigt. Hier geht es um Empowerment, um Aufstieg. Ja, das ist, ich sage ja immer bei mir im Leben, es gibt immer nur ein Upgrade, keine Downgrades. Und das haben wir hier liegen. Also in der Liebe, in der Wunschpartnerschaft hast du, wenn du jemanden im Feld hast, jemanden, das matcht auf allen Ebenen. Und aus der Vergangenheit, wo es dunkel war, darfst du dich befreien. Du hast es überlebt. Jetzt kommt die Belohnung. Jetzt kommt dein Upgrade. Wie geil ist das denn bitte? Ich könnte jetzt schon an der Stelle aufhören, ne? Ich würde sagen, hier liegen richtig tolle Botschaften. Aber machen wir natürlich nicht. Dann das Gesetz des Positiven. Was haben wir hier in Bezug auf dich? I deserve to receive and give love. Also auch hier, das ist doch phänomenal. In einer Liebeslegung, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe, kommen hier wirklich Liebesbotschaften. Du verdienst es, Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Und du hast hier scheinbar jemanden in deinem Feld, wo es auf einmal so fantastischen Spaß macht, wo das wahrscheinlich ein Match auf allen Ebenen ist und du sagst, boah, krass, komme ich gar nicht klar, weil das ist vielleicht sogar das erste Mal, dass du diese bedingungslose Liebe fühlst. Dieses, ich empfange, ich bekomme. Das ist so, so schön, ohne dass du etwas dafür tust. Meint dein... Oh, da hatten wir noch eine Karte umgedreht. Das heißt, ihr arbeitet an etwas. Passiert ja auch nichts grundlos hier. Also, weiter geht's in der Reise. Meint dein Wunschpartner es ernst? Und ich gehe mit dieser Frage mit den Tarotkarten rein in Bezug auf deinen Wunschpartner. Meint er es ernst? Meint er es ernst? Also jetzt. Wollte auch schon gerade sagen, also jetzt kommt nichts mehr oder was haben wir hier? Unterliegende Energie ist die Gerechtigkeit. Karte Nummer 11, auch die hatten wir mit einem anderen Kartendeck heute in der 72-Stunden-Legung. Also schau unbedingt rein. Er meint es ernst. Definitiv meint er es ernst. Er kommt vermutlich aus einer Phase, wo er dem ganzen Braten auch noch nicht so richtig trauen kann. Ja, wo auch in seiner Vergangenheit etwas passiert ist, wo er gesagt hat, nee, ich glaube da gar nicht mehr dran. Und vielleicht ist es auch das, was euch ganz extrem verbindet. Dieses, eigentlich lehne ich da etwas ab, was ich mir sehnlichst erwünscht habe. Warum? Weil ich irgendwie nicht mehr dran glauben kann. Der Glaube an das, dass es einfach grenzgenial ist, ist gerade so ein bisschen, oder war eine Zeit lang eher so ein bisschen ruhig. Vier Kelche. Ne? Das Universum reicht ihm hier die Hand und er setzt sich vielleicht so ein bisschen an den Baum und sagt, ich weiß ja nicht so richtig, ob ich dieses Angebot annehmen soll. Aber dennoch meint er es vollkommen ernst, denn da ist eine so große Seite in ihm, die hier sagt, mit den 10 Münzen, boah, krass, ja, das ist eigentlich meine Wunscherfüllung. Du bist meine Wunscherfüllung. You were the best thing in my life. Gut, hier steht nicht you are, aber ich deute das mal. Wir deuten mal hier vernünftig und wir reden hier nicht in der Vergangenheitsform, sondern in der Gegenwartsform. Das heißt, du bist das Beste in seinem Leben. Und wir haben hier den Magier. Der will kreieren.
Der erkennt die Wunder. Der hat alle Wunder in sich. Und das ist das. Er sieht diese Wunder in dir. Und auch mit der Prinzessin der Schwerter. Ja, aber hallo, ist das ehrlich. Ne? Das ist ja die Schwertenergie. Das ist immer die Macht der Gedanken. Und er scheint auch wirklich ehrlich hier zu kommunizieren. Da ist vielleicht auch wirklich so ein bisschen Ungeduld. Und der spricht hier, es fühlt sich hier wirklich so an, auch mit der unterliegenden Energie, die Gerechtigkeit. Der sagt dir, weißt du was, mein Schatz, hier ein Tag ist Weihnachten und du hast das Beste verdient. Und das ist wiederum spannend zur 72-Stunden-Legung, also könnte ich ja schon wieder einen Besen essen, obwohl ich unglaublich gerne auf ihm reiten würde oder fliegen würde. Weil da war die Gerechtigkeit umgedreht. Da habe ich gesagt, es ist gar nicht wichtig, dass du dir hier was Gutes gibst jeden Tag, sondern du bekommst das. So, und hier haben wir die Gerechtigkeit auf die Frage, meint er es ernst mit dir? Ja, aber holla, die Waldfee, der will voll in seine Männlichkeit, der will dir etwas geben, aber kombiniert mit auch einer schönen Weiblichkeit. Der wird gerade richtig klar, der wird sich seiner Gefühle klar und dennoch ist da vielleicht so ein gewisses, ich kann gar nicht glauben, was hier gerade abgeht. Wir gucken mal, ob wir noch ein paar Sachen hier zum Klären bekommen und dann werde ich mir anschauen, wie geht denn das mit euch weiter. Kommt hier noch was auf die Frage? Ja, holla. So, wir haben Wahnsinn. Wir haben die Störche und das Glück, das Kleeblatt. Das hatten wir auch in der 72-Stunden-Legung übrigens. Ja, er meint es ernst. Er will mit dir in die Veränderung. Er will mit dir glücklich sein. Er will mit dir leicht sein. Mit dir ist alles cool. Da hat er jetzt auch Lust drauf. Also, da kann ich dich schon mal beruhigen. Er meint es ernst. Und das ist natürlich eine allgemeine Legung. Das heißt, ne, nagelt mich nicht auf meinen Aussagen fest, sondern das ist das, was hier liegt. Und das kann sicherlich nicht immer auf jeden zutreffen. Dem bin ich mir vollkommen bewusst. Das kennt ihr ja. Du nimmst dir einfach das mit, was passend ist. So, wie geht es denn weiter zwischen euch? Wie geht es zwischen Soulmates auf meinem Kanal und ihren jeweiligen Wunschpartnern weiter. So, Prinzessin der Schwerter trifft Prinzessin der Münzen. Hier wird etwas aufgebaut. Hier kommt eine Stabilität und Sicherheit rein. Wie geht es weiter? Aber in kleinen Schritten. Bislang, ne, mit der Prinzessin der Münzen. Das sind eher so, ist eine langsame Energie. Wie geht es weiter? Aber dennoch eine sichere Energie. 4, 6 Kelche. Vielleicht kennt ihr euch aus der Vergangenheit. Und das ist das. Eine gewisse Schwere wird hinten dran gehangen. Hier kehrt Klarheit ein. Es könnte aber auch tatsächlich sein, dass hier für einen Teil... Okay, wow, ich... Wir haben die 2 Kelche, das ist die Liebe. Also es geht in die Liebe. Damit es aber hier ankommt, ne, das ist wirklich diese ganz tiefe Verbundenheit. Das ist wirklich dieses Genießen, gemeinsam im Fluss sein. Damit das kommt, kommt noch ein... Oha! Ach, du ahnst es nicht. Ist das krass. Damit das kommt, um hier beim Thema zu bleiben, gucken wir uns mal an, was hier liegt. Was ich hier schon gesagt habe, Prinzessin der Münzen, okay, hey, ist eher so eine langsamere Energie, aber hier kommt die Treue. Ihr werdet hier etwas aufbauen. Ihr lasst eine gewisse Schwere hinter euch und ihr habt auch hier diese Playfulness, diese Verspieltheit, die wir hier hatten, mit den 6 Kelchen, was immer die Einladung ist, auch hinzuschauen, wieder wie ein Kind zu sein. Neben dem eine Schwere der alten Zeit hinter sich zu lassen, tatsächlich das Leben wieder aus den Augen und die Liebe in diesem Fall eines Kindes zu betrachten, in purer Leichtigkeit, die wir hier schon liegen haben. Und dann haben wir mit den 5 Schwertern, okay, aber es kommt auch immer mal wieder zu diesen Konflikten. Da kann es vielleicht auch schon mal zu Situationen kommen und da möchte ich mal direkt drauf klären. Achtung, wir klären, wenn die Schlange kommt, Leute, dann schalte ich aus. Nein, alles gut, auf die 4 Schwerter. Der Mond, der Bär. Da kommt es nämlich tatsächlich nochmal
Es kommt immer mal wieder auch zu großen Ängsten, aber das sind nur kurzzeitige Momente, ja. Also es kommt hier nochmal durch zu starken Ängsten, die Konflikte wahrscheinlich sind. Der Konflikt, ist es wirklich alles so cool, wie es gerade scheint? Der Konflikt aufgrund der Vergangenheit, die hier einfach vielleicht bei euch beiden sogar hochploppen. Und da heißt es, gemeinsam im Team durch diese Angst durchgehen, selbstbewusst und stark. Eine Zeit der großen Wertschätzung. Es ist vielleicht auch eine große Seelenpartnerschaft. Und vielleicht ist das etwas, wo ihr euch sagt, ja, ist ja Wahnsinn. Also, was passiert hier eigentlich gerade mit uns? Was ist hier eigentlich los mit den 5 Schwertern, die dann ja auch immer bedeuten, naja, das ist halt diese Konfliktenergie, die einfach in dir ist. Und hier ist die Einladung, hey, fokussiere dich auf die schönen Dinge, die da sind, nicht auf die Konflikte, die dir eine Menge Energie rauben, die in deinem Kopf sind, die ich ja schon hier gesehen habe. Beleuchte deine Bedürfnisse, ja, beleuchte das, was in dir ist. Und deswegen ist diese Karte der Vergangenheit einfach wichtig. Nimm Abstand von vielleicht auch Rachegedanken zu Personen, die dich mal verletzt haben. Löse dich davon, spar dir deine Kraft. Spar dir deine Kraft doch bitte für diese grenzgeniale Chance, die ihr hier habt. Da ist eine mit dem Ast der Kelche, eine so krasse neue Chance. Und er will dich, das ist so klar. Hier kommt auch wahrscheinlich, dass man gemeinsam plant, dass man auf einmal die Zukunft plant, dass da eine Weitsicht einfach hergestellt wird. Der Mann, die Frau, ich rede immer aus der Sicht einer Dame, der will dich. Das kann ich dir sagen. Und dann wird es hier wirklich in die Liebe gehen. Ja, also, gibt's noch was? Natürlich gibt's noch was. Was wäre denn hier eine Liebesbotschaft ohne das Liebesorakel von Herzen? Was möchte er dir sagen? Was möchte dir seine Seele sagen? Und was möchte die Liebe euch beiden sagen? Okay, okay. Bevor ich das gleich das halbe Kartendeck hier habe. Was möchte er dir sagen? Hoi, 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 du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Vertrauen, um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Und Vertrauen, vielleicht eine Herausforderung, aber er sagt auch, vertrau mir. Oh, wow, für immer, ihr beide seid in Ewigkeit gesegnet. Hoi, 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 hoi. Also ich sag's ja, hier liegt was Grenzgeniales auf dem Tisch. Und ich hoffe, genau das Grenzgeniale ist bei dir im Leben. Ich raste aus. Leute, was geht ab diese Woche? Es ist doch schon der magische Mittwoch, war schon der Wahnsinn. Okay, was hat die Liebe euch zu sagen? Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen, Neuanfang. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Als würdest du hier wirklich gerade diese eine Chance bekommen, auf die du so lange gewartet hast und es matcht so zur 72-Stunden-Legung. Verrückt. Balance. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Und das haben wir hier liegen. Der Halt mit dem Bären, aber die Herausforderung mit den Konflikten. Und wir hatten ja eben auch die Gerechtigkeit. Oh, verrückt. Und jetzt kommt's. Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Geiste mit dir verbunden. Glaube daran. Ihr seid Soulmates. Es ist phänomenal. Und an der Stelle sage ich von Herzen Danke. Danke auch an die liebe Butterwolke mit der Idee, darauf zu legen. Es war mir doch ein inneres Blumenpflücken. Und in dieser Energie starte ich jetzt in meinen Tag. Und alles ist hier auf Heilung programmiert. Ich sage von Herzen Danke, ihr Lieben, und ja, freue mich auf euch, ne? 24.11., ihr wisst Bescheid, Aura Healing Master Infocall. Die Rauhnächte klopfen immer weiter an. Wir starten natürlich schon mit den Loslassnächten. Es gibt wieder das All-In-Programm. Also, danke und genießt es, all das, was gerade ist. Bis zum nächsten Mal.